Hier sind Mörder, Bankräuber und Gewaltverbrecher eingesperrt, oft über Jahrzehnte. Für mehr als 300 Beschäftigte aber auch der tägliche Arbeitsplatz. Andrea Peters ist eine der wenigen Frauen, die im Strafvollzug arbeiten. Erst nach einem Gang durch eine Sicherheitsschleuse mit mehreren Stahltüren kann ihr Dienst beginnen. Also das ist der Schlüsselkasten. Hier habe ich jetzt gerade meinen Schlüssel entnommen für die ganzen Haftraumtüren und die Durchgangstüren. Das ist das Personennotrufgerät. Falls irgendwie ein Vorfall sein sollte, habe ich die Möglichkeit, hiermit Alarm auszulösen. Und die Zentrale gibt dann durch, wo der Alarm ist, und die Kollegen kommen zur Hilfe. Wie das Gerät aber genau funktioniert, dürfen wir aus Sicherheitsgründen nicht erfahren. Ihr Revier, Haus 2, Station 0. Hier dürfen die Gefangenen auch tagsüber ihre Zellen verlassen. Erste Aufgabe für die junge Beamtin heute, ein neuer Häftling wird aufgenommen. Seine Privatsachen werden nun für Jahre eingelagert. Die junge Beamtin wird ihn später in seine Zelle führen. Einige Sachen darf er als Strafgefangener nicht mehr haben, zum Beispiel Privatkleidung. Er wird jetzt komplett umgekleidet. Ich habe damals eine schwere Straftat, also wegen Totschlag verurteilt worden, und dazu stehe ich, und ich habe einen Fehler begangen, und das ist eben die Konsequenz davon. Was darf er jetzt behalten? So im Allgemeinen Jogginganzüge, Sportzeug im Allgemeinen, aber nicht solche Hemden oder hier Hosen, Anzug, Lederjacke zum Beispiel. Das kommt alles weg. Harry aus Norddeutschland war längst schon wieder auf freiem Fuß. Weil er sich während der Bewährung unerlaubt ins Ausland abgesetzt hat, muss er jetzt wieder ins Gefängnis. Festnahme vor wenigen Wochen in Bremen. Auf eigenen Wunsch wird er nun in Haus 2 der Anstalt untergebracht. Der Vorteil ist, wenn man als Strafgefangener Vollzugsbeamte kennt, weil ja ein gewisses Vertrauensverhältnis da sein muss. Wenn das nicht gegeben ist, ist es ein schweres Leben. Wenn es eine Frau ist? Das ist kein Problem als solches. Es ist Vorteil von der Justiz, wenn Frauen da sind, vom Strafhäftling her, es ist eine Hemmschwelle, nicht in die Fäkaliensprache reinzurutschen. Andrea Peters zeigt dem Häftling seine Zelle im zweiten Stock. Bis Anfang 2015 wird er nun hier bleiben. So, einmal Ihre Zelle, bitteschön. Es ist für mich persönlich von Vorteil Einzelhaftraum. Da ich lese, dann gehe ich niemanden auf die Nerven. Und ja, man kann sich auch sozusagen auch für sich alleine einrichten. Nach eigenem Geschmack. Guten Morgen, einmal Zellenkontrolle. Minuten später steht für Andrea Peters eine Zellendurchsicht an. Die Durchsuchung des Gefangenen übernimmt Kollege Ralf Quicks. Denn das darf die weibliche Beamtin nicht. Ich kontrolliere den Gefangenen auf verbotene Gegenstände. Damit er die nicht am Mann hat, beispielsweise Handys, Drogen, Stichwerkzeuge und dergleichen. Fängst du mit dem Sideboard an, dann mache ich den Schrank zuerst. Okay? In der Zelle wird dann wirklich jedes Detail betrachtet. Jeder Haftraum wird mehrmals im Monat durchsucht. Also hier kann natürlich auch was drin versteckt sein. Also man hat die Möglichkeit, das auch umzufüllen. Aber ich habe jetzt gefühlt, also ist wirklich Creme drin. Also auch das Bett des Gefangenen wird nun komplett durchwühlt. Trotz dieser Aufgaben, Andrea Peters mag ihren Beruf. Ja, es ist Alter einfach kein langweiliger und trister Bürojob. Also es ist aufregend und ja, man hat hier mit sehr vielen verschiedenen Charakteren zu tun, und ja, das macht es aus. Neuhäftling Harry ist mit seinen 8 Quadratmetern noch nicht ganz zufrieden, denn der Vorgänger hat ihm sein Reich recht schmuddelig überlassen. So geht's noch nicht, oder? Wie? Was haben Sie vor jetzt? Wischen, immer als erstes. Über eine Sprechanlage kann Andrea Peters jeden Häftling in seiner Zelle kontaktieren. Ja. Ich komme Sie jetzt zum Besuch, zum Friseur holen, ja? Ja. Alles klar. Jeder Gang der Gefangenen im Haus muss geplant sein.
Ein Besuch beim Anstaltsfriseur für die Gefangenen ohne Uniformierten nicht möglich. Denn Andrea Peters hat den Schlüssel am Gürtel. Ja klar, also die Gefangenen müssen übergeben und übernommen werden. Mit Gefangenen allein im Treppenhaus, diese Situation erlebt sie jeden Tag mehrfach. Also manchmal ist es wirklich unangenehm, aber das ist wirklich in den seltensten Fällen der Fall. Ist das schon mal was gewesen? Eine kleinere Auseinandersetzung. Die Distanz muss gewahrt werden, dann redet man mit den Gefangenen und dann klärt sich das oft von selbst. Es ist Mittagszeit. Wie jeden Tag muss Andrea Peters Insassen zum Küchentrakt begleiten. Wer welches Delikt begangen hat, ist ihr mittlerweile egal. Wir gehen jetzt die Essenswagen holen, damit das Essen nachher verteilt werden kann. Mahlzeit. Eine Frau in Strafvollzugsuniform. Für die Gefangenen hier schon Alltag. Ja, vielleicht für den einen oder anderen ist so eine, ja, mal eine andere Sicht. Aber ansonsten, mir ist das egal, ich schalte das aus. Ich habe 16 Jahre, ich habe 2 Strafen. Einmal 7 Jahre, 9 Monate und einmal 8,5 Jahre. Und die 8,5 Jahre, die habe ich jetzt noch abzusitzen bis 2015. Wegen Raub. Auf diesem Flur sitzen Gefangene in Einzelhaft. Zur Essensausgabe wird jede Zelle einzeln geöffnet. Das ist hier eine geschlossene Abteilung. Im Gegensatz zu der offenen Abteilung müssen hier die Türen komplett zu sein. Weil die nicht besonders geprüft sind, die Gefangenen hier. Horn aus Köln sitzt wegen mehrerer Einzeldelikte hier ein. Diebstahl und andere Beschaffungskriminalität. Sein Urteil 7 Jahre Haft. Draußen hat er Frau und Kind. Das macht ihm Mut für die Zukunft. Er will sein Leben in Ordnung bringen. Ich bin gepflegt. Gebildet muss ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber unter anderem spreche ich auch 9 Sprachen. Davon 4 beherrsche ich perfekt. Und von daher habe ich immer guten Eindruck hinterlassen. Und ich will guten Eindruck hinterlassen, sowieso. Also ich bin stets freundlich den Gefangenen, den Bediensteten gegenüber, den anderen Menschen sowieso. Muss ja nicht sein, dass die Menschen, die wir hier sind, dass wir alle schlecht sind, nur weil wir im Knast sind. Es gibt solche und es gibt solche. Aber ich habe immer mein inneres Ich behalten, weil wenn man das nicht tut, man kann sich hier ganz schnell verlieren. Wie hart ist es wirklich? Seit ich also Kind habe und seit ich Vater geworden bin und Familienmensch, hat es mich sehr schwer getroffen. Unter anderem, weil ich kann meine Tochter nicht sehen, wann ich will. Und die ist jetzt Zweitklässlerin und die braucht mich immer. Und es ist schwer, wenn ich sie auf Besuch sehe und so. Und das trifft mich hart. Und halt, ich versuche, diese Fehler zu bearbeiten und mich für das Zukunft zu bilden. Halt, das Bessere daraus zu machen. Wie gesagt, also ich gebe mir nicht nur die Mühe, ich gebe mein Bestes. Ein paar Zellen weiter sitzt Rainer aus dem Ruhrgebiet. Er ist einer der Lebenslänglichen hier. Ob er nach seinem Tötungsdelikt je wieder entlassen wird, soll in wenigen Monaten entschieden werden. Die Hoffnung ist, also die lasse ich gar nicht untergehen, also die ist das, was einen hier dran an Leben hält. Die Realität sieht dann natürlich ein bisschen anders aus. Ich bin halt abhängig davon, einmal hier, wie man mit mir arbeitet und einmal dann vom Gericht her, wie diese ganze Arbeit anerkannt wird und ob ich auch glaubwürdig rüberbringen kann, dass ich mich wirklich verändert habe. Und wie gesagt, das sind viele, viele Sachen, die dazu beitragen, ob ich eine Möglichkeit bekomme oder halt nicht. Ein Freigang mit einem Beamten vor Jahren war für ihn der Horror. Nach 2 Stunden wollte er schnell wieder zurück in den Knast. Da ist eine Riesenmauer. Das ist eine Riesenmauer. Also nach so einer langen Zeit. Ich war ja nach 11,5 Jahren das erste Mal draußen. Und da ist das ein Riesenschritt. Ja. Sie sind am Zittern, sie sind so nervös und alles. Und das ist richtig Stress. Richtig Stress. Für die Beamten gehen die Zellenkontrollen am Nachmittag weiter. Zweifelhafter Fund in diesem Haftraum.
Wir bringen es jetzt zur Revisionsgruppe. Das ist eine Einrichtung in der Anstalt, die sich halt um gefundene Gegenstände kümmern, ermitteln, um was für Substanzen es sich handelt. Und dann sind wir schlauer. Drogen, verbotene Wasserpfeifen und selbstgebastelte Tätowiermaschinen. Im Büro des Abteilungsleiters lagern Zellenfunde der vergangenen Wochen. Tätowiergerät. Also das ist jetzt, da ist ein Handy drin versteckt in dieser Fischdose. Das wurde dann so gefunden. Häftlinge, die bei den Kontrollen negativ auffallen, müssen mit harten Maßnahmen rechnen. 4 Wochen kein Besuch und kein Kontakt zu anderen Gefangenen. 800 Kriminelle unter einem Dach. Zwischenfälle zwischen Bediensteten und Gefangenen bleiben da nicht aus. Ja, das kommt natürlich schon vor. Das ist die Ausnahme. Aber es kommt natürlich, ich schätze jetzt mal, zu 3-4 Übergriffen von Gefangenen auf Beamte im Jahr. Auf 3-4 tätliche Übergriffe, bei denen dann auch ein Beamter verletzt wird. Ich habe bisher 3 Verletzungen davongetragen. Eine gebrochene Hand, eine aufgeplatzte Lippe und eine Schnittwunde im Finger mit kontaminiertem Blut eines Gefangenen. Auch Andrea Peters ist jeden Tag mit Gefangenen im Haus unterwegs. Erst einmal erlebte sie eine kleinere Rangelei. Es änderte aber nichts an ihrer Einstellung. Bis später. Jo, bis später. Tschüss. Also ich fühle mich eigentlich recht wohl. Wie groß ist das Risiko? Ich denke, ich kann nicht schlecht abschätzen. Also passieren kann immer irgendwas, aber passieren kann überall was. Karriere im Knast. Im Verwaltungsgebäude der Anstalt werden die Bediensteten von morgen ausgebildet. Nur etwa jede 10. Stelle wird mit einer Frau besetzt, denn der Alltag zeigt Grenzen auf. Also grundsätzlich ist der Aufgabenbereich einer Frau im Strafvollzug derselbe wie der Aufgabenbereich eines Mannes. Es gibt eine kleine Einschränkung, die gesetzlich bedingt ist. Das heißt, bei körperlicher Durchsuchung, eine körperliche Durchsuchung im Erwachsenenvollzug bei Männern, dürfen Frauen natürlich nicht durchführen. Gleichzeitig dürfen sie sogar bei einer körperlichen Durchsuchung, die mit einer Entkleidung verbunden ist, gar nicht erst im Raum mit anwesend sein. Ansonsten werden Frauen hier grundsätzlich auf denselben Dienstposten eingesetzt wie Männer. Julia Lamprecht wollte eigentlich studieren. Ein Bekannter brachte sie auf die Idee, sich für einen Job hinter Gittern zu bewerben. Früher wäre ich hier, glaube ich, gar nicht drauf gekommen auf den Beruf. Aber jetzt sehe ich es schon als einen sehr, sehr interessanten Beruf, sehr, sehr vielfältigen. Und ich denke, dass ich mir ganz gut vorstellen könnte, hier die nächsten 30, 40, 50 Jahre zu arbeiten. Nach wenigen Wochen Untersuchungshaft wieder in Strafhaft. Neuankömmling Harry kann dem Tag sogar noch Gutes abgewinnen. Ist auch hier schöner, eine Etage höher. Man sieht auch ein bisschen vor die Mauer. Nur zum Beispiel, wo ich in der U-Haft gelegen habe, habe ich nur auf die Mauer gesehen. Für Andrea Peters steht fest, das ist ihr Arbeitsplatz für die nächsten Jahrzehnte.